Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast 2, dem Spiel, was mir jedes Mal meinen Rückenstuhl vermiest. So, und hier waren wir in der letzten Folge stehen geblieben, hier bin ich ausgerastet, hier habe ich gesagt, ich bin fertig damit. Schluss, aus, Ende, und dennoch nehme ich weiter auf. Es ist nur halt wieder eine Woche her. Geist Jesu, mach mich bereit. Vater Knot, leite meine Erlösung. Blut Jesu, gib mir von deinem Wein. Durch das getrennte Auge lass mich sehen. Engel des Herrn, leih mir dein Schwert. Gnädiger Jesus, erhöre mein Gebet. Heile mich in deinen Wunden, halte mich an dich. Schütze mich vor dieser Welt und bereite mich auf des Teufels Stunde. In der Gemeinde Tempelgate, auf dass ich deine Erschöpfung schütze, bis du mir Frieden schenkst. Toll! Super, hast du eigentlich klasse hier geschrieben, ne, meine Gute. Alles klar, so, Steuerung wieder reinkommen. Okay. Wie ging das dann hier? Wie konnte ich eigentlich die Verbände nehmen? Aha, okay, warte. So kann ich dann hier gucken. Kurz wieder reinkommen. Und das ist nur Kamera, ne? Ne, hier Verband anwenden, alles klar, Batterien verwenden. Gut, alles klar, bin wieder bereit zum Weitergehen. Batterie sparen. Es ist schweinedunkel, ich hab's schon gelesen in den Kommentaren. Das Spiel ist zum Kotzen. Moment, was ist das? Das ist eine ziemlich helle Taschenlampe oder was ist denn das? Okay. Alter. The fuck was that? Alter, was war das? Warum? Oh nein. Ach, das filmt er jetzt. Die anderen Leichen filmt er nicht. Aber tote Vögel, na klar. Ja, das ist ja gut. A teacher once told me that the music of birds was proof God exists and loves us. Okay. Das ist eine verfickte Stadt und die kennt keiner oder was? There's gotta be another way. Was, ein Taschenlampenproblem haben die hier nicht. Oh, ich hasse das Spiel. Es muss einen anderen Weg geben. Komme ich hier drüber? Nein. Okay, hier sitzt auch keiner. Wahrscheinlich bin ich allein. Bin ich von hier gekommen? Nee. Hallo? Jetzt wieder einer mit einer Taschenlampe hinter mir her, rennt drastisch aus, weil ich weiß ja nicht wohin. Wasser? Danke dir, mein Freund. Alter. Freddy Krüger? Ist das Freddy Krüger? Das ist Freddy Krüger. Leute. Wir haben Freddy Krüger gefunden. Und tote Vögel und Blutspuren. Warte mal, Horizon Zero Dawn. Was ist der?
Danke, liebe Spieleentwickler, dass ihr mir in allen Spielen immer mal wieder kleine Zeichen gebt, wo ich denn lang klettern kann. Muss ich springen? Das war springen, auch X, ne? Geronimo! Halt dich fest, Junge! Alter Schwede! Also sportlich ist er. Nicht schlecht. Überall die toten Vögel jetzt. Wo muss ich jetzt lang? Von da drüben komme ich ja. Nee, ich muss. Da unten liegt Freddy Krüger. Nein, von da drüben bin ich gekommen. Muss ich jetzt hier wieder hoch, oder? Ja, okay. Oh nein. Oh nein. Ah! Danke. Die Erfindung des DualShock Controllers war eine miese Erfindung für alle Horrorspieler. Im miesesten Moment wackeln deine Hände. Boah, schon wieder. Leute, was muss ich hier aufnehmen? Aha. Okay. Was habe ich da aufgenommen? He said she did it to herself. He said he was protecting you. Okay. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, warum ich das Spiel weiterspiele. Church. No, no. Some kind of heretic temple. Das hier, das ist bei mir, ist das eine Höhle. Das ist bei mir kein Ketzertempel, das ist eine Höhle. Junge. Das filmt er wieder nicht, ne? Hey, apropos filmen. Dem ist wohl eine Taschenlampe aus der Batterie gefallen. Dem ist eine Batterie aus der Taschenlampe gerutscht. Warum sind alle Leitern hier eigentlich kaputt? Ich muss schon wieder springen. Okay. Geronimo! Schon cool gemacht, ne? Das muss man schon sagen. Also der Level-Designer hat sich hier richtig was einfallen lassen. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay. Wo kommen die alle her hier eigentlich? Das filmt er wieder nicht, ne? Lasst mich raten. Vor allem, die sehen so frisch gehäutet aus. Und überall, an wirklich jeder Ecke. Hier, zwei. Gerade eben habe ich nur einen gesehen. Hier geht's richtig ab. Wie groß muss diese Stadt gewesen sein? Wo haben die ganzen Leute hergenommen? Ey, das ist... Nee. Ich meine, seht euch das mal an. Also da hatte Fantasie den schon hier, noch mehr. Da oben, da hatte Fantasie den schon, also einen Streich gespielt. Die hätten das ein bisschen realistisch halten sollen. Hier hängt einer. Hier, hier. Da, es dürfte ja gar keine Menschen hier mehr geben. Alles Suizid und Massenmord.
geh einfach der Nase nach. Bis jetzt hatte ich ja immer Glück. Nein, nein. Ja. Ey. Das ist Jessica. Leute, das ist Jessica. Wir haben sie gefunden, Spiel vorbei. Okay, damit bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten. Komm ich hier drüber? Ich komme hier nicht drüber. Ich... Das war klar. Das war so klar gewesen. Ja, genau. That has to be the chapel. Müssen für gerechte Gewalt im Namen des Herrn. Somebody there will know where they've taken me. The chapel. I can see the chapel. How far did this go? I'm feeling in my teeth like the sound of scissors. Okay. Und an dieser Stelle bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann besorge ich mir eine Schrotflinte und wir räumen hier ein bisschen auf. Also, dran geblieben, reingehauen. Liebe Grüße, euer Rob.